Buongiorno, Scarlatti. Ich weiß es nicht, ob es bei euch das gleiche ist, aber nach Weihnachten habe ich 5 Kilo mehr und immer noch Backzutaten für meine Plätzchen. Daher heute mit den letzten 50 Gramm gemahlenen Mandeln werde ich halbwegs gesunde Muffin backen. Fangen wir an. Warum sind diese Muffin halbwegs gesund? Weil natürlich Mandeln sind super gesund, aber in Teig kommen auch Möhren. Also, dafür brauchen wir jetzt 150 Gramm Möhren, das sind ungefähr 2, die besagte 50 Gramm gemahlene Mandel, 2 Eier, 100 Milliliter Sonnenblumenöl und hier in dieser Schüssel habe ich bereits 125 Gramm Mehl, 90 Gramm Zucker und eine Tüte Backpulver. Als erstes werde ich die Möhre schälen, grob schneiden, in den Mixer tun, so sehr zerkleinern, wie es nur geht, und dann mit den Mandeln mischen. In eine größere Schüssel tun wir jetzt die Möhre mit den Mandeln und dann fangen wir mit Eier und Öl. Kurz rühren und dann nachhinein die trockenen Zutaten. In der Zeit habe ich meinen Backofen schon auf 180 Grad Umluft angemacht, weil wenn wir damit fertig sind, sind die Muffin eigentlich auch fertig. Wir füllen jetzt unsere Muffinförmchen, 2/3 wie immer, weil die Muffin ein bisschen hochgehen. Und danach werden wir die backen ungefähr 20 Minuten. Immer wieder, also nach 20 Minuten überprüfe mit einem Zahnstocher, wenn ihr reinstecht und dann wieder komplett trocken rauskommt, dann sind die Muffin auch fertig. Minuten später sind unsere Muffin fertig. Die düften so gut. Und ich nehme eine aus und ihr in der Zeit könnt natürlich diesen Kanal abonnieren, dieses Video liken, wenn es euch gefallen hat und die Glocken aktivieren. So, ich zeige es hier, wie schön saftig die sind und diese so schöne Farbe, die auch haben, natürlich sind Möhren drin. Die sind super saftig, man schmeckt die Mandel ziemlich gut. Die Möhren haben sich wirklich in den Teig dissolviert, sagt man wahrscheinlich nicht. Und die sind ideal für ein Frühstück oder ein kleines Päuschen mit einem Kaffee, einem schönen Tee. Nachmittag kann ich nur empfehlen, super einfach zu machen und kein schlechtes Gewissen, da sind nur gesunde Sachen hier drinnen. Und damit, ich esse zu Ende und bis zum nächsten Mal.